Die Nacht im St. Joseph Krankenhaus verlief still, wie üblich. Die langen, makellos sauberen Flure waren erfüllt vom leisen Klang der Schritte der Krankenschwestern und dem rhythmischen Piepen der Maschinen, die die Patienten überwachten. Es war eine monotone Routine, vorhersehbar, fast tröstlich in ihrer Regelmäßigkeit. Die ruhige Atmosphäre wurde nur gelegentlich durch einen verlegten Patienten oder Notrufe unterbrochen. Aber in dieser Nacht geschah etwas anderes. Die automatischen Türen des Haupteingangs öffneten sich plötzlich, ohne dass jemand sie betätigt hatte. Eine kalte Brise strömte in die Eingangshalle und die normalerweise konstanten Lichter flackerten, als gäbe es einen Stromausfall. Die Krankenschwestern und der Sicherheitsbeamte am Empfang tauschten verwirrte Blicke aus, ohne zu verstehen, was das Flackern der Lichter verursacht hatte. Dann geschah das Unglaubliche. Ein Pferd. Majestätisch, stark und mit schwarzem Fell trat ruhig durch die geöffneten Türen ein. Seine Hufe erzeugten ein gedämpftes Echo auf dem polierten Boden und seine großen Augen schimmerten, fokussiert auf etwas, das nur es sehen konnte. Es war nicht verängstigt, zögerte nicht. Im Gegenteil, es schien genau zu wissen, wohin es ging, als hätte es eine sehr klare Mission. Die Menschen umher hielten inne, erstarrt vor Schock. Ärzte und Krankenschwestern, die es gewohnt waren, mit allen Arten von Notfällen umzugehen, standen regungslos, ohne Reaktion, während das Pferd langsam an ihnen vorbeiging, ohne der Verwirrung, die seine Anwesenheit verursacht hatte, Beachtung zu schenken. Ein Sicherheitsbeamter, der schließlich reagierte, stellte sich vor das Pferd, die Hände erhoben, als wolle er es aufhalten. »Hey, was? Was ist das? Wie ist es hier hereingekommen?« fragte er laut, mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Panik in der Stimme. Aber das Pferd, ohne auch nur das Tempo zu ändern, wich ihm natürlich aus, als wäre der Wächter nur ein weiteres unbedeutendes Hindernis auf seinem Weg. »Das kann nicht wahr sein«, murmelte eine der Krankenschwestern, die Augen fest auf die surreale Szene gerichtet. Und so setzte das Pferd seinen Weg durch die Flure des Krankenhauses fort, ohne dass jemand es erklären konnte, als wüsste es genau, wo es sein musste. Die Auswirkung der Anwesenheit des Pferdes war unmittelbar. Die zuvor stillen Flure waren nun erfüllt von nervösem Flüstern und verblüfften Blicken. Die Krankenschwestern sahen sich gegenseitig an, ohne zu wissen, wie sie reagieren sollten. Ein Pferd? Mitten im Krankenhaus? War das ein Albtraum, eine kollektive Halluzination? Dr. Victor, ein erfahrener Arzt mit vielen Dienstjahren im St. Joseph, verließ einen der Operationssäle, wusch sich die Hände und blickte auf die Monitore der Patienten, als er das Geräusch der Hufe hörte. Er runzelte die Stirn und dachte, es könnte eine Art Bauarbeiten im oberen Stockwerk sein. Aber als er um die Ecke bog, erstarrte er. Seine Augen weiteten sich, als er die imposante Gestalt des Pferdes sah, das ruhig durch die Krankenhausflure marschierte. »Was? Was passiert hier?« murmelte er, unfähig zu glauben, was er sah. Hinter ihm flüsterte eine junge Krankenschwester namens Clara. »Doktor!« Ist das real? Ein Pferd? Hier? Wie ist es? Ich weiß es nicht, antwortete Victor in einem gedämpften Ton, noch immer bemüht, die Surrealität der Szene zu verarbeiten. Währenddessen beobachteten die Patienten, einige in Rollstühlen sitzend, andere auf den Korridor liegen, das Pferd schweigend, als stünden sie vor etwas Heiligem, etwas, das das gewöhnliche Verständnis übersteigt. Einige schienen verängstigt, andere fasziniert. Ein Murmeln durchlief die Umgebung und schuf eine angespannte Atmosphäre. Das Pferd jedoch schien sich nicht um die Reaktionen um sich herum zu kümmern. Seine Schritte waren entschlossen, die Augen nach vorn gerichtet, als hätte es volles Bewusstsein über sein Schicksal. Da war etwas in seinen Augen. Sie waren tief, fast menschlich, geladen mit einer Intensität, die alle das Gefühl gab, dass es viel mehr verstand, als es sollte. Der Sicherheitsbeamte, ein großer und kräftiger Mann namens Reinaldo, rannte verzweifelt auf das Pferd zu, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Er hob die Arme vor dem Tier, um seinen Fortschritt zu stoppen. »Ruhig, ruhig«, sagte Reinaldo mit zitternder, aber fester Stimme. »Wer hat dieses Tier hierher gebracht? Das ist ein Krankenhaus, um Himmels Willen. Los, raus hier!« Aber das Pferd sah ihn nicht einmal an. Mit einer einfachen Bewegung wich es Reinaldo aus, als wäre er nur ein unbedeutendes Hindernis. Der Wächter, eindeutig verärgert über den impliziten Respektlosigkeit, versuchte es erneut. Diesmal griff er nach dem Arm des leeren Sattels. »Ich sagte, du sollst anhalten«, schrie er und zog am Zügel. Da wandten sich die Augen des Pferdes endlich ihm zu. Nur einen Moment, aber es war, als wäre die ganze Luft im Flur entzogen worden. Reinaldo fühlte etwas Unerklärliches in seiner Brust, wie eine erdrückende Last, und ließ sofort den Zügel los, trat zwei Schritte zurück, die Augen vor Schrecken geweitet. Er konnte es nicht erklären. Aber er wusste, dass er nicht weiter versuchen sollte, dieses Tier aufzuhalten. Etwas viel Größeres stand auf dem Spiel. Das Pferd, nun frei von jedem Hindernis, nahm seinen Marsch wieder auf, folgte den Fluren, geführt von einer unsichtbaren Kraft. Die Flüstereien verstärkten sich.
Krankenschwestern versammelten sich in der Nähe der Rezeption, Ärzte verließen ihre Büros, alle beobachteten, was wie ein Phänomen jenseits des Natürlichen schien. »Wohin geht es?«, fragte Clara, die Stimme fast versagend. Dr. Victor, noch immer verblüfft, schüttelte den Kopf, unfähig zu antworten. Aber tief in allen wuchs ein Gefühl, eine stille Intuition, dass das Pferd nicht verloren war. Es hatte einen Zweck, und sein Ziel lag innerhalb des Krankenhauses. Das Pferd schritt fest durch die Flure des Krankenhauses voran, seine imposante Präsenz bahnte sich einen Weg zwischen den verblüfften Gesundheitsfachkräften und Patienten. Es war, als würde niemand mehr wagen, sich ihm in den Weg zu stellen. Es lag etwas fast Heiliges in der Art, wie es sich bewegte, ungestört, ignorierend die Blicke und die fruchtlosen Versuche, es zu kontrollieren. Niemand wusste, wohin es ging, aber alle fühlten, dass sein Ziel unvermeidlich war. Laura, eine junge und engagierte Krankenschwester, war auf der Intensivstation und kümmerte sich um das Baby Peter. Er war erst ein paar Monate alt, hatte aber bereits Herausforderungen erlebt, denen viele Erwachsene nie begegnen würden. Mit einer schweren Diagnose von Ateminsuffizienz kämpfte Peter ums Überleben, angeschlossen an einen Inkubator, der jeden Schlag seines kleinen Herzens überwachte. Laura beobachtete aufmerksam die Monitore, besorgt. Die Werte blieben niedrig, und jeder Moment war ein Kampf, um den kleinen Peter am Atmen zu halten. Sie hatte bereits schlaflose Nächte verbracht und versuchte irgendwie Trost in der Tatsache zu finden, dass sie alles taten, was sie konnten. Aber in dieser Nacht war etwas anders. Da hörte sie das Geräusch der Hufe. Zuerst dachte sie, es sei Einbildung, eine Folge der Müdigkeit. Aber das Geräusch wurde lauter, näher. Laura runzelte die Stirn und stand auf, spähte durch das Glas der Intensivstation. Sie konnte nicht glauben, was sie sah. Das Pferd, jenes Pferd mit schwarzem Fell und durchdringenden Augen, das für Aufruhr im Krankenhaus sorgte, kam auf sie zu. Es ging mit der gleichen Gelassenheit wie immer durch die Flure und ignorierte alle um sich herum, bis es an der Tür der Intensivstation anhielt. Was passiert hier? Murmelte Laura zu sich selbst, die Augen vor Unglauben geweitet. Das Pferd sah sie direkt an, aber es wirkte nicht bedrohlich. In seinen Augen lag etwas, das tiefe Ruhe vermittelte, eine fast spirituelle Verbindung. Laura fühlte eine unerklärliche Welle des Trostes, obwohl alles in ihrer Logik sagte, dass das unmöglich war. Ohne sich zu bewegen, beobachtete sie, wie das Pferd langsam durch die Tür der Intensivstation ging, direkt zu dem Ort, an dem der kleine Peter lag. Es näherte sich dem Inkubator, das Geräusch seiner Hufe nun gedämpft vom weichen Boden des Raumes. Laura blieb unbeweglich, ihr Herz raste, aber gleichzeitig fühlte sie sich seltsam ruhig. Sie beobachtete das Pferd, als wüsste sie irgendwie, dass es aus einem bestimmten Grund da war. Als es neben dem Inkubator von Peter anhielt, geschah etwas Unglaubliches. Die Monitore begannen anders zu piepen. Das Diagramm, das die Vitalzeichen von Peter anzeigte, vorher so schwach und instabil, begann sich zu stabilisieren. Laura schaute auf die Zahlen, unfähig zu glauben, was sie sah. Der Sauerstoffgehalt in Peters Blut stieg plötzlich an und seine Herzschläge, vorher schwach und unregelmäßig, folgten nun einem regelmäßigen Rhythmus. Das kann nicht sein, flüsterte Laura, die Augen füllten sich mit Tränen. Sie blickte zu dem Pferd, das noch immer neben dem Inkubator stand, den Kopf leicht in Richtung des Babys geneigt. Es war, als wäre es dort, um ihn zu schützen, etwas zu bieten, das die Medizin nicht konnte. Laura wusste, dass sie jemanden rufen sollte, berichten, was geschah, aber etwas in ihr hielt sie zurück. Sie wollte diesen Moment nicht unterbrechen. Sie konnte es nicht erklären, aber sie fühlte, dass das Pferd eine Mission hatte. Etwas jenseits des menschlichen Verständnisses. Laura, unsicher, wie sie reagieren sollte, beobachtete nur, wie es sich langsam umdrehte und begann, die Intensivstation zu verlassen. »Warte«, flüsterte sie, mehr zu sich selbst als zu dem Pferd. Aber es zögerte nicht. Es setzte seinen Weg mit der gleichen Gelassenheit fort, mit der es gekommen war, verschwand wieder durch die Flure des Krankenhauses und ließ Laura dort, gelähmt, während sie die Vitalzeichen von Peter beobachtete, die auf wundersame Weise stabil blieben. Sie wusste, dass etwas weit über die medizinische Logik hinaus geschehen war. Und irgendwie war dieses Pferd der Schlüssel zu dem unwahrscheinlichen Wunder, dem sie gerade beigewohnt hatte. Laura verarbeitete noch, was sie gerade erlebt hatte. Der kleine Peter, dessen ernster Zustand sie ständig in Alarmbereitschaft hielt, zeigte nun stabile Vitalzeichen. Das Pferd hatte die Intensivstation mit der gleichen Gelassenheit verlassen, mit der es eingetreten war. Aber das Geheimnis endete nicht dort. Das ist wirklich passiert? Murmelte Laura und berührte sanft die Seite des Inkubators von Peter, als könnte die Berührung bestätigen, dass es real war. Bevor sie etwas weiteres tun konnte, stürmte Dr. Victor herein, angezogen von dem Aufruhr in den Fluren. Seine Augen trafen die von Laura, die noch immer fassungslos war,
und wanderten dann zu dem Monitor, der Peters Werte anzeigte. Der Ausdruck von Müdigkeit auf dem Gesicht des Arztes wich reinem Erstaunen. Was? Laura, was passiert hier? Fragte er und schaute auf die Zahlen auf dem Monitor, ungläubig. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, Doktor, antwortete Laura mit zitternder Stimme. Peters Vitalzeichen. Sie begannen sich zu verbessern. Kurz nachdem... Sie zögerte, aus Angst verrückt zu klingen. Kurz nachdem das Pferd die Intensivstation betrat. Viktor runzelte die Stirn. Sein rationaler Geist widerstand der Idee, dass ein Pferd mit irgendeiner Art von medizinischer Genesung verbunden sein könnte. Aber bevor er sie tiefer befragen konnte, unterbrach ein weiterer lauter Alarm vom oberen Stockwerk den Moment. Die beiden sahen sich an und ohne Zeit zu verlieren eilte der Doktor den Flur entlang, gefolgt von Laura. Im oberen Stockwerk, in Zimmer 305, lag George, ein Patient, der nach einem Autounfall vor Wochen ins Koma gefallen war. Seine Familie hatte die Hoffnung bereits aufgegeben. George wurde als hoffnungsloser Fall ohne Aussicht auf Besserung betrachtet und seine Besuche waren zu traurigen, stillen Abschieden geworden. Das medizinische Team, einschließlich Dr. Viktor, hatte sein Möglichstes getan, aber Georges Genesung schien unerreichbar. Als Viktor und Laura in Georges Zimmer ankamen, fanden sie das Pflegepersonal aufgeregt um das Bett versammelt. Die Monitore, die zuvor die gleiche flache und statische Linie anzeigten, registrierten nun Anzeichen von Gehirnaktivität. Es war ein unmögliches Wunder. Georges Herz schlug stärker und seine Finger zitterten leicht. Ein Wunder? Es war die einzige Erklärung, die in diesem Moment passte. Dr. Viktor, Sie müssen das sehen, sagte eine der Krankenschwestern, die Stimme zitternd vor Emotion. Viktor schaute auf den Monitor und sah, was alle sahen. George reagierte. Er blinzelte langsam, als versuchte jemand aus einem tiefen Schlaf zu erwachen. Seine Hand, die zuvor reglos war, bewegte sich mit Mühe, seine Finger zogen sich zusammen und entspannten sich. Es war, als ob etwas, eine unsichtbare Kraft, ihn ins Leben zurückholte. Das ist unmöglich, flüsterte Viktor, unfähig, den Blick abzuwenden. In genau diesem Moment hallte ein vertrautes Geräusch durch den Flur. Es war das Pferd. Es war wieder da, stand vor Georges Zimmer und beobachtete schweigend. Seine großen Hufe machten keine Geräusche mehr, als hätte der Boden seine Präsenz gedämpft, aber alle wussten, dass es da war, zusah, irgendwie führte. Viktor spürte einen Schauer über seinen Rücken laufen. Dieses Pferd war kein einfaches Tier, das in das Krankenhaus eingedrungen war. Da war etwas viel Größeres im Spiel. Etwas, das er mit all seiner Ausbildung und medizinischen Erfahrung nicht erklären konnte. Doktor, begann Laura, die Stimme fast unhörbar, aber voller Emotionen. Die Verbindung zwischen dem Pferd, Peter und George, es ist, als wären sie durch etwas verbunden, etwas Übernatürliches. Viktor, noch immer ungläubig, schaute erneut zu dem Pferd. Es bewegte sich ruhig, als wäre seine Mission fast erfüllt. George wurde jetzt bewusst. Seine Augen, noch schwach, öffneten sich langsam und trafen die von Viktor. Sein Mund, trocken und zitternd, versuchte Worte zu formen. Aaron, flüsterte George, seine Stimme fast ein Seufzer. Viktor runzelte die Stirn. Was hast du gesagt, George? Fragte er und beugte sich vor, um besser zu hören. Aaron. Sein Name ist Aaron, wiederholte George mit Mühe, sein Atem schwer, als hätte dieser Name ein immenses Gewicht. Viktors Augen wandten sich zu dem Pferd, das als Antwort leicht den Kopf senkte, fast wie eine stumme Bestätigung. Es war unmöglich zu leugnen. Dieses Pferd, Aaron, war auf unerklärliche Weise mit der Genesung von Peter und George verbunden. Während das Pferd an der Tür blieb, begann George sich mehr zu bewegen, sein Bewusstsein kehrte allmählich zurück, als würde er langsam zurück in die Welt der Lebenden gezogen. Im stillen Raum, nur unterbrochen durch das Geräusch der Krankenhausausrüstung, atmete Peter mit einer Ruhe, die Laura noch nie gesehen hatte. Seine Herzschläge waren fest, regelmäßig, als hätte das Baby endlich die Kraft gefunden zu kämpfen. Die Monitore, die zuvor als ständige Erinnerung an die Schwere seines Zustands dienten, strahlten nun Gelassenheit aus. Es war, als käme Peter allmählich ins Leben zurück. Laura konnte den Blick nicht von dem Baby abwenden und versuchte noch immer zu verarbeiten, was geschah. Ihre Hände, die zuvor vor Nervosität zitterten, ruhten nun auf dem Glas des Inkubators. Der Verantwortliche für dieses stille Wunder, Aaron das Pferd, hatte die Intensivstation verlassen, ohne zurückzublicken, aber sein Einfluss schien in der Luft zu liegen. Sie spürte es. Zur gleichen Zeit setzte sich das Wunder in Georges Zimmer fort. Der Mann, der zuvor zu einem vegetativen Leben verurteilt war, blinzelte nun häufiger. Seine Finger bewegten sich langsam. Jeder kleine Gestus schien ein Akt des Widerstands gegen den komatösen Zustand zu sein, der Wochen gedauert hatte. »Doktor, er reagiert!« rief eine der Krankenschwestern und hielt Georges Hand, ungläubig über die zurückkehrende Kraft in diesem fragilen Körper.
Dr. Victor, noch immer ungläubig, hielt die Augen auf die Monitore gerichtet und beobachtete die Messwerte, die all seine medizinischen Erwartungen herausforderten. Das Unmögliche geschah direkt vor ihm. Und obwohl sein rationaler Geist nach einer Erklärung suchte, wusste er, dass es keine medizinische Logik gab, die diesen Moment erklären konnte. »Das ist ein Wunder«, murmelte er, als würde er ein Geheimnis vor sich selbst gestehen. Während die Schläge von George sich stabilisierten und seine Augenlider vor Anstrengung zuckten, flüsterte er den Namen erneut, fast unhörbar: »Aaron!« Das Pferd, das an der Tür stand, blieb unbeweglich, als würde es geduldig auf die Entfaltung seines Werkes warten. Seine Augen, intensiv und tief, beobachteten die Szene mit einer fast göttlichen Ruhe. Alle auf dieser Station konnten etwas anderes spüren, als wäre die Luft um sie herum schwerer, erfüllt von einer übernatürlichen Präsenz. Das Geräusch der Monitore erfüllte die Stille in Georges Zimmer und begleitete den gleichmäßigen Rhythmus seiner Genesung. Der Mann, der scheinbar aus den Tiefen der Bewusstlosigkeit zurückgerufen worden war, öffnete zum ersten Mal seit Wochen vollständig die Augen. Seine Lippen, trocken und rissig, versuchten Worte zu formen, aber er war erschöpft. Victor näherte sich dem Bett, die Augen noch immer auf George gerichtet, unfähig zu glauben, was er sah. Er berührte sanft den Arm des Patienten und spürte die Wärme, die in die zuvor so kalte Haut zurückkehrte. »George, hörst du uns?« fragte er vorsichtig, als fürchtete er, jeder Laut könnte das fragile Gleichgewicht dieses Wunders stören. George nickte leicht. Seine Augen wanderten durch das Zimmer, bis sie die imposante Gestalt des Pferdes an der Tür fanden. Mit großer Anstrengung murmelte er: Ich sah ihn. In einem Traum. Er war da. Victor schaute in die gleiche Richtung und sah Aaron in der Tür stehen, das Pferd, das irgendwie das Bindeglied war, das Peter und George mit dem Leben verband. Es lag etwas fast Göttliches in der Art, wie das Tier alles beobachtete. Es war nicht nur ein Pferd, es trug eine Präsenz in sich, eine Mission, die das menschliche Verständnis überstieg. Auf der Intensivstation war Peter stabil. Laura hielt die kleinen Hände des Babys, ihre Augen glänzten vor Tränen, die sie kaum zurückhalten konnte. Das Gefühl von Hoffnung und Erleichterung war überwältigend, fast greifbar. Die Maschinen überwachten das Kind weiterhin, aber die vorherige Dringlichkeit war verschwunden. Die Angst, die sie jede Nacht beherrschte, war nicht mehr da. Das Baby atmete von allein, seine Vitalzeichen fest und stark. »Danke«, flüsterte Laura, ohne genau zu wissen, an wen sie ihren Dank richtete. Vielleicht an das Pferd, vielleicht an etwas Größeres, das sie nicht verstand. Aber sie wusste tief in ihrem Herzen, dass dieses Tier mehr war, als es schien. Aaron, das Pferd, schaute für einen Moment die leeren Flure entlang. Er hatte getan, was er musste. George wachte auf, Peter war stabil und die Energie im Krankenhaus hatte sich völlig verändert. Er drehte sich langsam um, seine Mission schien erfüllt. Die Menschen, die Zeugen dessen waren, was geschah, waren noch immer gelähmt, unfähig, die übernatürlichen Ereignisse, die sie erlebt hatten, vollständig zu verarbeiten. Und so begann Aaron ohne Eile, erneut durch die Flure des Krankenhauses zu gehen, diesmal in Richtung Ausgang. Laura und Dr. Victor trafen sich im Flur. Beide versuchten noch immer zu verarbeiten, was sie gerade erlebt hatten. Das Krankenhaus, normalerweise voller Stimmen und Bewegungen, schien in einem respektvollen Schweigen zu schweben, als wären alle in Ehrfurcht vor dem, was geschehen war. Laura, die Augen voller Tränen, murmelte: »Doktor, es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür. Dieses Pferd, Aaron, er hat Peter gerettet. Und George, es ist, als wüsste er es.« Victor, normalerweise skeptisch, schüttelte nur langsam den Kopf und akzeptierte zum ersten Mal in seiner Karriere das Unerklärliche. »Vielleicht gibt es Dinge, die die Medizin nicht erklären kann«, antwortete er mit seiner tiefen Stimme, aber voller neuen Verständnisses. »Ich weiß nicht, was dieses Pferd ist, Laura, aber er hat Leben an diesen Ort zurückgebracht.« In diesem Moment schaute George, noch in der Genesung, vom Bett aus zu Victor und Laura. Mit Mühe wiederholte er den Namen, den er zuvor geflüstert hatte. »Aaron, er war da«, führte mich zurück. George's Worte besiegelten, was beide bereits wussten. Aaron, das Pferd, war viel mehr als ein Tier. Er war ein übernatürliches Bindeglied zwischen dem Leben und etwas, das sie nicht verstanden. Laura und Victor tauschten Blicke aus, nun bewusst, dass sie etwas weit über die Wissenschaft und Logik hinaus erlebt hatten. Die Morgendämmerung begann, die Dunkelheit der Nacht zu durchbrechen. Die ersten Lichter des Tages erhellten das Krankenhaus und die Luft schien leichter, lebendiger. Aaron, das Pferd, ging langsam aus dem St. Joseph hinaus, seine Mission erfüllt. Er durchquerte die automatischen Türen, die ihn Stunden zuvor so unerwartet empfangen hatten, und sein Körper begann, sich mit dem sanften Licht der Morgendämmerung zu verschmelzen.
Die Mitarbeiter und Patienten, die ihn beobachteten, wagten es nicht zu sprechen, sondern sahen nur zu, wie er allmählich im morgendlichen Nebel verschwand und ein Mysterium hinterließ, das nie erklärt werden würde. Peter und George lebten, und diejenigen, die das Ereignis beobachtet hatten, wussten, dass sie etwas Außergewöhnliches erlebt hatten. Etwas, das für immer ihre Überzeugungen verändern würde. Als die letzten Spuren von Aaron sich im Licht auflösten, fühlten alle im Krankenhaus einen tiefen und anhaltenden Frieden und wussten, dass dieses Pferd auf irgendeine Weise mehr als Heilung gebracht hatte. Er hatte Hoffnung gebracht, erneuerte das Leben derer, die dem Tod nahe waren, und erinnerte alle daran, dass einige Geheimnisse niemals gelöst werden.